Ja, jetzt hat es eine Woche nicht geregnet und wir sind schon wieder im Bewässern. So tragisch ist es nicht. Wir haben Erdbeere gesetzt und die muss man ein bisschen angießen. Es ist 30 Grad, wenn wir die gepflanzt haben. Da ist es wichtig, dass sie ein bisschen Wasser bekommen. Wir kommen aber näher darauf zurück. Die Woche zusammengefasst auf 5 Minuten. Wir haben endlich unser Futter konservieren, hier oben auf der Weide. Wir haben Rüebli hacken, wir haben Stroh pressen. Ganz viele Arbeiten können verrichten, die wir eigentlich jetzt fast wochenlang haben vor uns hergeschoben haben. So, wir können heute endlich auf unseren Weidenflächen den Konservierungsschnitt machen, weil seit gut einem Monat alle Kühe jetzt auf der Alp sind, ist da ziemlich Gras gewachsen. Das können wir jetzt konservieren für den Winter. Und dann kann auch einmal wieder schön Gras nachwachsen, dass es dann für den Herbst genau passt. Ich bin etwa 2-3 Tage spät gegenüber meinem Plan, aber es ist vom Wetter her jetzt auch nicht besser gegangen. Ja, hier das Maiwerk durch die Halme vom Reigras betrachtet. Es hat ganz viel englisches Reigras auf diesen Weiden und das ist jetzt im Sommer, hat das trotzdem blüht, obwohl das eigentlich sonst sich nur vegetativ vermehrt. Oder fast nur vegetativ vermehrt. Nach dem Mähen wird das Futter gezettet. Es braucht ungefähr 3 Tage, bis es trocken ist. Und es gibt etwa 2 Durchgänge pro Tag mit dem Kreiselheuer, um das so am Boden zu trocknen. Die Aussicht hier bei diesem schönen Wetter wieder mal herrlich. Hier oben praktisch im gleichen Platz, wo ich sonst auch bei meinen Kühe melke. Die ersten werden Ende August schon wieder zurückkommen. Hier sind wir 3 Tage später bereits am Pressen. Weil die Presse hatte eine Panne, habe ich das nicht geschafft, das Pressen filmisch festzuhalten. Wir haben hier nur ein einfaches Foto. Und nach dem Pressen hier das Ergebnis: etwa 40 Rumpauen hat es auf dieser Fläche gegeben. Dann haben wir diese Woche unsere Charlotte graben. Das ist unsere festkochende Kartoffelsorte. Trotz misslichen Umständen, was das Wetter anbelangt, der Druck von Kraut und Knollenfühle und so weiter, sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Kartoffel sind wunderschön und sie sind gesund. Also ich habe praktisch keine Knollenfühle gesehen. Von dem her haben wir Glück gehabt, aber es wahrscheinlich auch richtig gemacht. Dann haben wir unsere späten Rüebli zuerst von Hang jetten, das sehen wir hier nicht. Und nach dem Jetten sind wir nachher mit dem Hackgerät durch, um zwischen den Reihen das Unkraut bekämpfen und wieder ein bisschen Herd an die Dämme zu tun, was eigentlich durch die ganzen Unwetter, die wir hatten, viel weggeschwemmt hat. Der Stang ist relativ dünn, weil wir halt durch den Hagel sehr viel verloren haben. Was noch? So, das ist jetzt unsere neue Kultur, die wir anbauen wollen für nächstes Jahr. Das sind Erdbeeren-Setzling, die wir so vom Bioproduzent aus der Ostschweiz angeliefert bekommen. Und die haben wir nachher bei Temperaturen von etwa 30 Grad rausgesetzt. Darum habe ich da irgendwie auch während dem Setzen zu viel ein bisschen vergessen oder verschwitzt. Genau, wortwörtlich verschwitzt. Und das hier ist das Ergebnis, eben die Erdbeere auf kleine Dämmchen gepflanzt und angegossen. Neu im Sortiment haben wir auch Buschbohnen, die wir eigentlich ab der letzten Woche im Hofladen anbieten. Und auch zu den Kürbis. Das ist immer noch eine schwierige Geschichte, weil die jetzt Kraut verloren haben, ist es relativ schwierig abzuschätzen, wenn sie wirklich reif sind. Einzelne sind sehr fein und süß und andere sind wirklich noch nicht ganz ausgereift. So, das war die Zusammenfassung von dieser Woche. Mit dem Bild von dem Regenbogen wünsche ich allen eine wunderschöne Woche.